Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Let's Play Fiesta Online. Hier, da winken muss ich nämlich noch. Okay, wir sind wieder am Start. Nächste Folge, nächstes Glück. Ich denke, wir legen direkt mal los, bevor wir hier anfangen. Ich habe mal offscreen nochmal schnell Kälte Diran Garuda aus dem Weg geräumt. Der ist nämlich direkt, als ich eingeloggt habe, jetzt hier reingeflogen. Liebe Grüße an die Elo, die jetzt bestimmt, um die Zeit, wo ich aufnehme, schon pennt. Die wollten nämlich mit mir eigentlich noch eine Runde aufnehmen, aber es ist halt diesmal relativ spät geworden, zumindest für meine Verhältnisse. Wir haben es, fast 17 Uhr. Jedenfalls nehme ich heute die Folge für morgen auf, also gestern die Folge für heute für euch. Eigentlich wollte Elo mit dazu sein, aber naja, was nicht soll und hat und ist, das ist halt nicht, wie es ist und soll. Ist da irgendwas dabei gewesen, was ich brauche? Nee, ne? Okay. Übrigens, ja, ich weiß, dass ich hier mittendurch irgendwie komplett durcheinander laufe, aber naja, gut, okay. Wir machen erstmal die Schnauzen fertig und dann kriegen wir ja die Schellers auch noch. Ich sollte aufpassen. Ich sollte echt aufpassen, dass die mich nicht überhand hauen. So, was wollte ich noch sagen? Jo, ansonsten, habe ich vergessen, was ich erwähnen wollte, verdammt. Naja, ist halt schon spät, ne? Ich bin auch ein bisschen müde. Meine Miezekatze hat mich auch, mal unplanmäßig geweckt heute. Was war das? Das war noch ein Ring. Ich habe da sogar ein Foto gemacht. Wie mich meine Miezekatze geweckt hat. Ich habe es vielleicht schon oder werde es in den nächsten Tagen auf YouTube bzw. Twitter mal hochladen. Muss es nur noch ein bisschen bearbeiten, dass meine Frau, die da zufälligerweise auch mit drauf ist, die muss ich natürlich rausschnibbeln, weil die möchte nicht zu sehen sein. Und dann gucken wir mal, wie es ankommt. Wenn ihr das Foto hier auf YouTube sehen wollt, ja, müsst ihr ein Abo hinterlassen, natürlich, wenn ihr das noch nicht habt. Die Glocke aktivieren und dann werdet ihr in der Regel auch benachrichtigt, wenn es da irgendwas gibt, beziehungsweise eventuell noch ein paar Einstellungen bei den Community Nachrichten etc. pp. Da gibt es ja diverses Zeugs mittlerweile. Ihr werdet das schon wissen und finden. Ansonsten bleibt es noch Twitter, ne? Link in der Beschreibung, könnt ihr auch gucken. Facebook selber werde ich jetzt nicht mehr ganz so viel machen, einfach weil ist halt keiner mehr. Ich habe da zwar immer noch meine Follower, das sind aber halt bei Weitem nicht mehr viele. Und wenn ich jetzt halt anfange, hier auf zig verschiedenen Plattformen zu posten, ist dann irgendwann auch mal gut. Deswegen habe ich mich entschieden, ja Gott, nimmst du YouTube, weil du bist YouTuber. Nimmst du halt, Twitter, weil, ich weiß nicht, momentan das war, wo ich selbst auch am aktivsten bin. Facebook habe ich zwar auch immer noch, aber eher für Bekannte, Verwandte etc. pp. Und nicht mehr hier halt für normal YouTube-mäßig. Die Seite selber, der Micha weiß es, weil der schreibt mich ja da regelmäßig noch an. Ich bin da natürlich noch erreichbar, aber ich werde halt nicht mehr großartig posten. So. Machen wir erstmal hier weiter. Genau. Plum. Ansonsten sehe ich das ja auch nicht für notwendig, weil warum sollten wir das auch tun? Denn wenn wir großartig posten, posten wir ja auch nur immer dasselbe. Und wie gesagt, wenn es hier auf YouTube, mittlerweile geht es ja hier auf YouTube einfach die Fotos mal hochzuladen. Oh, ich sehe gerade, sehr gut, dass wir da direkt mal nachfüllen können. Sprint T2, T4 ausweichen, Verteidigung T4, aha. 1, 2, dann Vita. MDF lasse ich wieder raus. Komm, Treff können wir noch draufhauen. Und mentale Verstärkung halt, ne? Den hier noch. Und dann sind wir auch wieder ausgestattet. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, auf YouTube kann man es ja mittlerweile auch sehen. Warum soll man nicht dann da auch da gucken? Und wäre ja Blödsinn, wenn ich da zig verschiedene Versionen und Varianten nehme. Allerdings ist es halt auf Twitter auch so, dass da werden ja momentan auch noch meine Videos veröffentlicht. Also falls ihr dieses Video über Twitter seht oder über den Link von Twitter. YouTube stellt demnächst um, ab 31. Januar oder sowas, kann ich nicht mehr automatisch die Videos, die auf YouTube veröffentlicht werden, auf Twitter teilen. Das geht, ab 31. Januar diesen Jahres geht das nicht mehr. Heißt im Klartext, dass sonst auf Twitter halt nicht die Videos kommen. Ich könnte es zwar immer noch manuell teilen, aber ihr wisst ja, je mehr Videos, desto mehr Zeit und so weiter und so fort. Und da das mit dem Zeit und so sowieso ein bisschen, ist bei mir, ihr kennt das ja, habe ich mir gedacht, nö. Also gibt es auf Twitter halt normale Standardmeldungen. Ich will da auch ein bisschen, aktiver werden. Habt ihr ja sicher gemerkt in den letzten Tagen, dass ich ab und zu mal ein bisschen was gemacht habe von Weihnachten an.
Bringt hoffentlich ein bisschen was, in Anführungsstrichen, dass es euch gefällt, dass es euch interessiert, zumindest gefühlt, aber ob ich weiß, ob es daran liegt, weiß ich auch nicht, aber ein bisschen gefühlt könnte es was bringen in der Hinsicht, dass ich es auf YouTube veröffentliche, weil komischerweise, oder eben auf Twitter, weil komischerweise bekomme ich relativ viele neue Abonnenten in letzter Zeit. Also ich habe im letzten, ich weiß, das ist jetzt immer noch vergleichsweise wenig, ne? 21 in den letzten 30 Tagen, also 21 Nee, letzten 28 Tagen, 21 Abonnenten. Im Vergleich, im letzten Jahr, 2018, habe ich insgesamt ein Plus von 101 oder 108 oder sowas gemacht. Also haben wir im Prinzip in den letzten 30 Tagen schon ein Fünftel von dem gemacht, also 20% von dem gemacht, was ich im ganzen letzten Jahr geschafft habe. Das kann damit zusammenhängen, dass natürlich über diese, sag mal, Teilemann-Mentalität, dass ich ein bisschen aktiver werde, auch auf den sozialen Medien etc. pp. Kann damit zusammenhängen, ich weiß es nicht. Solltet ihr einer dieser neuen Abonnenten sein, also solltest du einer der neuen Abonnenten sein, kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, wie du mich gefunden hast. Aber allgemein gefühlt kommt es mir auch so vor, dass die YouTube-Suche wieder etwas besser funktioniert und ich werde häufiger wieder über die YouTube-Suche gefunden. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass vielleicht YouTube sagt, ja, guck mal, der ist da aktiv und sowas und postet da auch mal ein Bildchen und sowas für deine Community, der ist aktiv, rankt mal ein bisschen höher. Man versteht den Algorithmus ja eh nie richtig. Ich mache das übrigens jetzt wieder so, hat ganz gut geklappt. Und wenn der Algorithmus das mit berücksichtigt, könnte das durchaus sein. Allerdings will ich mich da nicht in Analysen versteifen, zumal das halt jetzt auch gerade mal ein Monat ist. Solange der Trend nicht anhaltend ist, kann man nichts zu sagen. Aber es kann halt auch daran liegen, dass halt YouTube den Fehler, ich nenne es wirklich mal Fehler, der seit den, YouTube-Skandalen, da liegt eine Rüstung, machen wir mal kurze Wende, seit den YouTube-Skandalen, die ja letztes Jahr so aufgetreten sind, von Logan Paul bis zu den vor IS-Videos Werbebanner oder Werbeblocks, seitdem hat das ja nicht mehr wirklich funktioniert, muss man echt sagen. Ist es jetzt wirklich so, dass YouTube gesagt hat, ja okay, wir können da hier ein bisschen was reparieren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, zumindest bei mir geht es wieder aufwärts. Kann daran liegen, muss nicht. Ich hoffe mal, der Trend hält an. Wenn nicht, dann ja, lässt sich halt auch nicht ändern. Ja. Solange es nicht abwärts geht, wisst ihr ja. Auf jeden Fall macht das natürlich Motivation. Kann natürlich auch zusätzlich noch einfach daran liegen, dass 2018 allgemein scheiße war. Habe ich ja schon erzählt, ne? 2018, ich bin froh, dass es rum ist. Bis jetzt kann ich mich über 2019 eigentlich nicht beschweren. YouTube-mäßig alles gut. Gesundheitsmäßig, ja, alles relativ gut, wenn man die Kälte halt mal absieht. Wettermäßig nicht ganz so gut, aber ja gut, könnte auch schlimmer laufen. Ansonsten kehren wir mal um, wir haben genug am Hintern. Ja, und ansonsten, was will man mehr? Fiesta-mäßig läuft auch alles gut. Ich meine, diese Quest gefällt mir deutlich besser als die alte. Was will man mehr? Was will man mehr? Genau, da ist wieder nur ein Bestienzahn. Ich kehre nochmal um. So. Bestienzähne könnten ein paar mehr droppen, das wäre nicht schlecht. Aber die wir haben, das ist ja schon mal was wert. So, das Einzige, was, YouTube-mäßig nicht so lief, war die letzte Aufnahme von, oder auch schon eine Aufnahme von hier Fiesta in letzter Zeit. Und die letzte Aufnahme auch hier von Minecraft, da waren es sogar ein paar mehr Folgen. Es keine Aufnahme war, weil irgendwie die Aufnahme nicht lief. Ja, ne? Ich habe zwar einen Server-Backup gemacht, ich könnte also quasi einfach sagen, komm, weißt du was, machst das einfach von vorn, aber ne. Ich muss sagen, Minecraft läuft vergleichsweise im Vergleich zu den anderen Projekten eher schlecht. Da ist Herr der Ringe deutlich besser und natürlich ganz vorn momentan Fiesta und davor, auch obwohl gerade keine Folgen sind, immer noch Herr der Ringe. Wobei, Fiesta könnte so langsam in den monatlichen Aufrufen überholt haben. Möglich. Naja, jedenfalls, also nicht Herr der Ringe Online, sondern Schlacht um Mittelerde. Ich wollte gerade sagen, wo ist Basie? Der Trend so weitergeht, kann es aber durchaus sein, dass wir endlich mal wieder ein bisschen mehr hier und da nach vorne kommen und dass ich irgendwo mal in der Suche ein bisschen gewinkt werde. Und das wäre schon echt toll.
Weil, wie gesagt, natürlich freut man sich über jeden Abonnenten. Natürlich freue ich mich, wenn ich keine verliere. Und ich mache das jetzt nicht, um ja, Millionen Abonnenten zu kriegen oder sowas in der Art. Sonst hätte ich schon längst aufgehört. Ja, natürlich, je besser und je größer man wird, desto besser. Wie das nun endet in Sachen hier, ja, wie heißt das hier? Da, ihr wisst schon hier, naja, hier mit hier YouTube und dem Datenschutz, beziehungsweise den Copyright-Rechten, wie die neue EU-Verordnung am Ende aussieht, was mit YouTube passiert oder nicht. LeFloid hat da ja letztens mal ein Video zu gemacht, der hat sich mit Verantwortlichen von YouTube darüber unterhalten können, was denn nun passiert, wie es nun passiert. Also im Prinzip, wenn die EU-Datenschutzverordnung im schlimmen Fall so durchkommt, ist es halt wirklich mindestens so, dass ich meinen Laden dazu dicht machen kann. Also es wird einige Kanäle treffen, die gelöscht werden. Ich nehme ganz stark an, dass meiner da auch dabei sein wird, weil ich einfach zu klein bin, um da irgendwo großartig was zu leisten. Wie gesagt, Let's Play-Kanäle selbst, einfach weil das halt so viel Fremdcontent ist, weil der da drin ist, der wird auf jeden Fall rausgenommen werden. Oder beziehungsweise die werden es halt extrem schwierig haben, weil ich dann ständig und immer für jedes Video hundertprozentig nachweisen müsste, dass das Zeugs mir gehört. Muss ich zwar auch jetzt noch, aber mehr oder minder stichprobenartig, so dass wenn ich einmal bestätigt habe, ich habe das und der Algorithmus findet das halt wieder, sagt er mir, ja, hier hat er ja schon. Ne? Wir werden sehen, wie das da läuft. Das könnte ein Knackpunkt in YouTube sein, allerdings, ja, ist es dann halt so. Wie gesagt, ist ein Hobby. Es gibt Schlimmeres. Meine Frau, ich denke, dann würde sich da eher freuen. Ich selbst, ja, ich sehe es dann mit gemischten Gefühlen. Ich sag's mal so, es ist einerseits natürlich, du hast ordentlich mehr Zeit für anderes, wenn du ordentlich Freizeit hast. Andererseits ist ein schönes Hobby und ich will es eigentlich auch nicht aufgeben. Nicht wirklich. Nicht mehr im Moment. Obwohl da ja, war das letztes oder das Jahr noch davor, sogar Ende 2017, das ist auch möglich, wo hier die Kanalsperrung mich reingeballert hat, wo, ich glaube, das war letztes Jahr, ne? Bin mir gar nicht sicher. Naja, jedenfalls, wo die Kanalsperrung mir wirklich reingewirkt wurde, wo ein paar Tage der Kanal gesperrt war, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Aber, naja, wie gesagt, momentan, wie gesagt, bin ich wieder ein bisschen positiv, positiver Dinge, weil es ja ein bisschen vorangeht. Ich freue mich auf jeden Fall ich hoffe, ihr auch. Ansonsten, ja, gucken wir mal. Irgendwie wird es schon weitergehen. Und wenn nicht hier auf YouTube, dann, ja, was weiß ich, irgendwo anders. Gibt ja noch genug Möglichkeiten, wobei natürlich immer zu sagen ist, müssen sich ja alle an die neuen EU-Datenschutzgesetze halten und die haben es am Ende noch schwerer als YouTube, weil nicht überall kann halt einfach, Mögliches getan werden, um Mögliches zu verhindern. Der Algorithmus, der hier drin ist, die KI, die ist oder war eine ganze Weile ziemlich bescheiden die hat für einiges Tohu-Babohu gesorgt. Zig Kanäle wurden gesperrt und wieder entsperrt und dann wieder gesperrt manche. Manche zu Recht. Wie hieß der? Yo Olli oder irgendwie? Irgendeinen hat es ja in letzter Zeit oder vor kurzem mal erwischt. Der ist jetzt doch gesperrt worden, wurde wieder freigeschaltet, weil sie gedacht haben, ja, das ist der Algorithmus. Der wird schon pauschal, da sieht man es ja mal dran, ne? Der wird pauschal gar nicht mehr so richtig geguckt. Der wird halt einfach wieder freigeschaltet, obwohl das halt wirklich ein Kanal ist, der für YouTube Deutschland eher bescheidene ist, nennen wir es wirklich Betrug und ähnliches auffällt und entsprechend trotzdem wieder freigeschaltet wird, weil ja die Leute halt denken, es ist der Algorithmus. Zumindest würde ich mir das anders nicht vorstellen, dass er erst wieder freigegeben wurde und dann auf einmal wurde er wieder gesperrt. Ich sag dazu nichts. So, 11 haben wir. 12, ich glaube, die reichen, die wir am Hintern haben. 14. Gucken wir mal. Lelelele. Fallt mal alle um hier, bitteschön. Ich muss mal gucken, ob ihr reicht. So, 19, 20, ihr reicht auf jeden Fall. Sehr schön. Lelelele.
No, der ist aber extra dazugekommen hier. So, Komm, fall um. Sehr schön, da war auch ein beschworenes Bestien. Bestien Zahn, genau das wollen wir brauchen. Sehr schön. Okay, was wollen wir denn mehr? Wir haben auf jeden Fall wieder eine Runde fertig. Ich werde die kurze Folge auch kürzer halten, weil ich muss ja eben wegen der fehlerhaften Minecraft-Aufnahme. Sollte ich da nochmal eine nachproduzieren, damit ich morgen nicht erst anfangen muss? Das wäre, es würde auch noch funktionieren. Aber, es wäre halt doof, ne? Wobei, für morgen müsste ich noch eine Folge haben, aber dann kann ich wieder nicht mehr Herr der Ringe. Okay, ich mach das jetzt. Genau. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir mal, wenn ihr neu seid, in die Kommentare, wann ihr dazu kamt, warum und wie und überhaupt. Und alle, die etwas länger dabei sein, könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr mich gefunden habt. Würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.